Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Outlast. Ja, mir ist aber ein kleines Missgeschick passiert, habe ich gemerkt. Und zwar habe ich mein Mikrofon nicht aufgenommen. Bis jetzt habe ich es gemerkt, gerade zum Glück noch. Sonst wäre es natürlich dumm gewesen. Auf jeden Fall, wo wir waren, wir mussten drei Sicherungen für den Lüftungsschacht da, für so einen Wäscheschacht finden. Da das, wo der Typ da mit der Axt drin stand und ähnliches. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon zwei gefunden. Die eine bei dem Typen mit der Axt, die andere im anderen Zimmer, wo der eine da so aufgeschlitzt auf dem Bett liegt. Und ja, momentan werde ich gerade vom einen verfolgt, habe mich hier im Schacht versteckt, also in dem Dings hier. Und der kommt auch schon. Ja, jetzt brauchen wir noch eine. Ah, da können wir auch noch durch, okay. Zwei haben wir. Ah, okay. Hier wird wohl das dritte sein. Das neue Notizen haben wir nicht, okay. Ach du Scheiße. Ja. Oh fuck, ich höre schon jemanden. Der springt hier links gleich. Wo? Ja, oh la. Oh, da. Ich muss im Bett verstecken. Oh, da könnte ich auch zumachen. Nee, sonst gehe ich jetzt nicht mehr. Ja, gar nicht. Kannst verschwinden. Sehr schön. Vielleicht brauche ich hier für den Schlüssel. Ja, kacke. Muss ich jetzt nachspringen, oder? Ich gehe jetzt euch. Nö. Oh, da liegen noch Batterien. Sehr schön. Oh, was? Was? Oh, was? Oh. Bin ich hier richtig oder? Ah, hierfür war der Schlüssel notwendig, okay. Nur wo jetzt die Dings jetzt wirklich hingeschwemmt. Ich schätze mal unten. Ach du Kacke.
Ganz? Nee. Ganz und war es nicht, ne? Nö, nee, nö, nee, ganz unten war das nicht. Der Lift aber auch stecken bleiben musste, ne? Laundry, ne. Oh. Natürlich nicht. Hoch hier. Wo war das dann? Dafür ist ein Schlüssel notwendig. Hier geht's nicht durch. Dann muss das hier doch irgendwo rausgekommen sein. Hier nicht. Von hier kam ich. Da muss es runter gewesen. Ja, Stocker, was blinkt gesehen? Nee? Nee? Okay. Vielleicht hier durch. Nee, hier war der Priester. Soweit erinnere ich mich noch. Man muss jetzt doch hier irgendwo. Irgendwo muss es doch runtergefallen sein. Wasser nicht trinken. Was war das? So. Ne, Dokumente wollte ich. Ach so, ja, ich bin auch ein Genie, ne? Warum muss ich das? Muss ich doch jetzt drücken, ne? Ne? Hallo? Gutes Versteck. Was hab ich jetzt, jetzt hier gemacht? Hier für hoch vielleicht irgendwo? Nee? Nichts hier, nö. Okay. Kann ich den... Moment, schauen wir mal, wo geht denn da hin? Nee, auch nicht. Ist da irgendwo runtergefallen? Dann müsste ich so gesehen einen Stockwerk tief runter, aber das ist auch nichts. Noch die vorne will ich irgendwie nicht. Ach du. Dokument. Lesen wir das mal kurz vor ihm. Lesen wir ihm das mal vor. Joint Intelligence. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt B.
Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in der ersten Linie zum Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel des Programms ist, herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Okay. Also haben die hier auch wie Spion ausgebildet, scheinbar, oder versucht. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Das hier ist nichts, okay. Hier ist es auch nicht runtergefallen. Okay, gehen wir da hoch. Hier fangen wir auch nichts. Okay. Sind wir schon vielleicht mal richtig? Ah ja, sind wir. Fuck. Ich wusste es. Nein! Oh. Und jetzt hier hoch. Follow the blood. Aber bevor wir hier weitergehen, bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.